Wir sind hier im Valle de l'Oisillon. Das ist das Versuchsgelände vom SLF zum Messen von künstlichen Lawinen. Der Bunker ist, wenn wir die Messungen machen, zum Schützen von uns im unteren Stock und zum Schützen der Messgeräte da oben, wo die Radars aufgestellt sind. Die Radarmessgeräte brauchen wir, um die Geschwindigkeit zu messen von der Lawine. Wenn eine Messkampagne stattfindet, das beginnt für uns am Tag vorher, fahren wir nach Sio und dann konnten wir in den Bunker hinein und haben uns da bereit gemacht. Das heißt, die Datenerfassung so gemacht, dass sie bereit ist zum Messen, die Radars eingeschaltet, dass sie messen. Wir haben zusätzliche Fotokameras aufgestellt und Filmkamera, dass wir das zusätzlich dokumentieren können. Heute Morgen müssen wir früh aufstehen. Schon um 7 Uhr kamen die ersten Gäste. Die Österreicher kamen, wurden hierher geflogen mit dem Helikopter und nahmen ihn in Empfang. Und er bedient den Österreicher Radar. Ja, bei der Lawine heute, die erste, wurde angesagt, dass die Sprengung in 2 Minuten stattfindet. Und da hatten wir die Kameras gestartet da oben und sind in den unteren Stock gegangen, auf die sichere Seite, und haben dann via Webcam geschaut, was passiert. Und da sahen wir, wie die Sprengung detoniert hat und die Lawine hinunterkam. Mit diesem Programm messen wir die Daten beim Mast und beim Keil und bei der Wand. Da laufen alle Daten zusammen. Von da aus kann ich starten, wann die Messung beginnen soll und wenn sie fertig ist. Auch hier kommen alle Daten her, wenn es fertig gemessen hat. Für mich ist es immer spannend zu sehen, wie eine Lawine kommt. Besonders so eine wie heute. Die ist einfach schön. Wie die Lawine da herunterkommt und den Schnee aufnimmt und eine Staubwolke draus bildet, das ist schön aus einem sicheren Ort zuzuschauen. Die Lawine, die war sehr schnell, ich würde sagen eine von den schnellsten. Die war vor dem Mast, hatte sie eine Geschwindigkeit von gut 260 Stundenkilometer und 100 Meter vor dem Bunker hier, da draußen hat sie eine Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometer. Wir waren alle unten und wir haben eine Vorrichtung, dass man von unten diese Klappe auslösen kann. Also da oben ist niemand, wenn eine Lawine ausgelöst wird. Wir sind alle unten und können die Klappe schließen und können das Ganze beobachten. Ja, wir wollen die Lawine noch besser kennenlernen. Wir haben Rechnungsmodelle, wo man berechnen kann, wie weit eine Lawine kommt für Schutzmaßnahmen. Und weil wir dort noch zu wenig gut sind, braucht man immer eine Sicherheitsmarge. Und wenn wir das besser berechnen können, können wir die Sicherheitsmarge verkleinern. Aber auch wissenschaftlich wollen wir noch viel mehr wissen von der Lawine. Wir wollen den Prozess verstehen, der in der Lawine abgeht, wenn sie nach unten donnert.